Hallo Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich nehme euch mit heute zum Covershooting von unserer ersten Printausgabe mit der Fotostrecke zur Secret Fashion Show. Und was euch erwartet, das zeige ich euch jetzt. Ich fand es super, heute bei der Secret Fashion Show Magazin Fotostrecke dabei zu sein, und ich freue mich auch, wenn ihr dann für mich votet. Mich hat es sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Es war ein richtig geiler Shooting-Tag, und ja, mich würde es freuen, wenn ich eure Stimme kriege und vielleicht bald am Cover zu sehen. Ein richtig schöner Shooting-Tag, und ich habe auch super nette Leute kennengelernt, und ich würde mich freuen, wenn ihr für mich voten würdet, dass ich dann vielleicht bald auf dem Cover zu sehen bin. Mir hat sehr gut gefallen. Ich fand das Shooting schön. Es war ein abwechslungsreicher Tag, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Stimme geben würdet. Ja, also mir hat es heute sehr gut gefallen. Ich fand es mit der Gruppe lustig, die Leute waren toll, und das ganze Team war nett. Die Kameraleute waren nett, die Klamotten waren wirklich sehr schön. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr für mich voten würdet, damit ich aufs Cover komme. Hallo liebe Zuschauer von Monaco Deluxe, it's a wrap, würde Heidi Klum sagen. Das sagt man, wenn ein Shooting vollendet ist, und in diesem Fall ist es das. Wir hatten zwar 6 Stunden Shooting hier in dieser wunderschönen Atmosphäre in der Industriehalle, und ich würde sagen, es hat alles hervorragend geklappt. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Beim Fototeam, das extra aus Leipzig angereist ist für dieses Shooting. Bei Monaco Deluxe, die das Ganze ins Leben gerufen haben. Bei allen Models, die dabei waren. 3 Jungs und 2 Mädels. Bei unserem Haarstyling-Team. Bei unserer Maskenbildnerin. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Vielen Dank an euch alle. Und vielen Dank für das tolle Shooting. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Having a curry on a Friday night and just going out up the town. And I was happy with that. I was happy with my girlfriend there. But then when I moved to London, it was just a completely different experience. And it was like a different world.